Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2017 im Korb in den Oberlappen. Moin. Ja, Mahlzeit. F1 2017 scheint wieder Bock zu machen. Durch den großartigen Patch, den Kommandos rausgebracht hat. Der neue Spectator-Modus ist grandios, den muss Philipp nachher auch mal testen. Aber wir sind jetzt im Qualifying in Russland. Im Force India, im schönen Force India. Und nicht in dem nackten. Weißt du, man stellt auf Weiche, man bekommt trotzdem Supersoft. Im Qualifying. Jo. So wird direkt. Könnte man ja ausprobieren, ob man damit weiterkommt. Ich fahre auf Supersoft? Ne, Ultras. Ich nehme auch die Ultras mit. Na, die haben jetzt auch die Autos wieder ein bisschen von der Performance haben sie angepasst. Dann da sollte jetzt, das ist der Force India deutlich die vierte Kraft. Da habe ich ein Bild von Antonio ein Bild, kann ich dir auch mal schicken. Schicke ich dir später dann mal. Mein Gott, wir müssen uns nicht absprechen. Mein. Ich mach das nicht, hallo? Erstmal hier auf Mager. Oh, das, ah, das, nein, bloß nicht. Ich bleib auf das BWT sieht gut aus, ey. Das kann nur schief gehen heute. Also eigentlich müssen wir hier Punkte holen. Oh ja. Am besten Red Bull ärgern. Also wenn wir die am Start bekommen könnten, dann halte ich das vielleicht für möglich. Ach mein, was in der Zug denn? Okay, das Grip-Niveau, der Grip-Niveau ist schon besser geworden im Vergleich zum Training. Wie hast du für das Handling hat sich auch verbessert? Finde ich auch. Hm? Also ich fahre volle Kanne, 0%. Jo. Gut, ich habe für zwei Runden Benzin mit. So, schon mal viel Glück da vorne. Na, ebenfalls, danke. Also 7 und 8 müssten wir eigentlich ja rausholen. Keiner aus der Box? Ja. Super. So muss das und nicht anders. Das ist meine Problemkurve hier. Oh, das war abkürzen, tut mir leid. Ja, die Zeit schaffen wir auch mehr allein. Ah, die weniger, Kimi. Auf Supersoft so nebenbei mal. Also auf Max ist das unruhiger. Das bringt dich auf P4. Aber das reicht. 35,7. Okay, 36,0. Aber ich fahr trotzdem noch mal eine. Dankeschön. Das reicht. Und die war nicht perfekt, die Runde. Auf keinen Fall. Hat Komos das Spiel für uns leichter gemacht, Philipp? Ja. Hätte mir mal reingebrochen können. Alter, ich. Weißt du, Philipp und ich sind ja keine Langsamfahrer, ja? Das können wir zugeben.
Und wir hatten keine Chance gegen die KI. Das, was der Team hat gedrückt in Bahrain. In Bahrain, das ist Motorleistung, da ist Motorleistung gefragt. Da war der Force India schon die ganzen Jahre gut. 2014, brauche ich nur daran erinnern, Podium. Ich kürze ab, das ist ja nicht mehr feierlich, ey. Und die Bremspunkte haben sich mal hier deutlich verändert. Oh, erste Mal Q2 für mich. Premiere. Okay, ich breche ab. Habe ich sie noch vergeigt, die Runde. So 14. waren dann, aber da war mehr Abkürzung als alles andere. Also da ist man nicht zufrieden. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Philipp, dann brech da mal ganz kurz ab. Gib doch schon mal auf. Ja, damit sollte ich weiter sein, ne? Gib doch schon mal auf und dann kannst du guck dir kurz den Spectator-Modus an. Netz. Pass auf, wie Philipp gleich hier begeistert ist. Guck mal, links hast du dran alles einstellen. Sehr gut. Ach, gelbe Flagge. Schön. Ach so, Philipp wird gerade unsichtbar bei mir reingeschoben. Das ist sehr gut. Hm? Das ist lustig. Philipp wird unsichtbar reingeschoben. Danke, Gott, Masters. Ach so, zappt man durch. Ah, okay. Zuschauermenü, Fahrerauswahl, Übertragung, Abstand, schnellste Runde, führender. Ah. Details momentan ausgerüstet. Das ist sehr interessant. Das lässt man doch an. Telemetrie aktiviert, nö, Rundenzeiten. Ah, das mit der Rollzeit hätten sie so ein bisschen wie in echt machen können. Das sind da die Sektor, dass der Sektorzeit angezeigt wird und ja, dann. Ja, unten, richtig, ja, ja. Aber das ist trotzdem gut. Hätte wird aufgehalten von dem Williams. Ja, das ist ein super Überblick, ey. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das online läuft. Mega. Wir machen mal Donnerstag einen Test drin. Okay, da bist du ja nicht da, aber wie gesagt, auch nach jedem Patch müssen wir einen Test drin machen. Auch wegen Safety Car. 15 Minuten Regen. In 10 Minuten ist die Session vorbei. Regnet es denn schon? Aber das sieht man auch nämlich oben. Q1, wie lang es das ist gut, geht. Das läuft. Also Philipp, uns fehlen 1,3 Sekunden. Hülkenberg ist 3 Zehntel hinter dir. 4 Zehntel auf Ricciardo. Ich glaube, Dobby, die schaffst du noch. Also ich hab dir 4 Zehntel im zweiten abgenommen, aber dafür hast du mir 2 im letzten abgenommen. Max Verstappen geht. Also ein bisschen schöner hätte man es gestalten können. Ein bisschen. Wo macht man diesen Spectator-Modus denn nicht auch in der Box so für jeden? Cool wäre jetzt, und ich gehen würde zum Führenden. Bei Sektor 1 jetzt, also wie in echt eigentlich. Das wäre genial. Also ich bin knapp hinter dir. Ja. Ich bin auch schon ausgegraut. Also der Ericsson scheint mir den Totalschaden gemacht zu haben. Weil der ist auch grau unterlegt. Ich geh mal auf. Jetzt kommt's raus. Easy. Ja, 7 und 8, da muss man sein, Philipp. Da müssen wir sein. Nee, wir müssen vor Verstappen sein. Also kommt, der Ehrgeiz muss da sein. Also Red Bull ist eher Red Bull, also, komm. Oh, die beiden Finnen auf Supersoft. Ausgeschieden. Jo. Julian Palmer. Alonso. Auf. Eine Ehre für dich, dass wir vor Van Dorn, Pascal Wehrlein. Und Marcus Ericsson. Jo. Und der Qualifying Bug gibt's auch nicht mehr. Jawohl. Das Spiel ist gut. Jetzt macht das Spiel mal wieder ein bisschen mehr Spaß. Bisschen Spaß. Ey. Nur ein kleines bisschen mehr. So, Q2. Easy. Easy Game, Easy Life. Oh Gott, ey. Oh, wir müssen ganz schnell raus, Philipp. Es regnet nämlich gleich. So. Neue Reifen. Ungefähr so viel Benzin und Lutsch raus. Schnell. Alles fertig, wir sind bereit. Also Philipp rüber gucken, ich sehe nichts.
Mercedes raus. Aber wenn ich. Philipp, bist du da? Oh Gott. Erstmal, ich werde den Bericht fragen. Aber kann man ja nicht in der Boxengasse. Erstmal, wenn durch die weiße Linie durch ist. Schon draußen. Ja, du musst schneller, das fängt ja an zu regnen. Wetterbericht? Ruhig. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten, es regnet schon, also. Immer mit der Ruhe. Man sollte schon ein bisschen regnen. Ja, bereit, Chef. Ja, regnet. Regentropfen auf der. Ganz schnelle Runde fahren, ganz, ganz schnelle Runde. Heute ein Ferrari auf Supersock unterwegs. Es regnet, wir sind nicht mal nur Regentropfen. Auf meiner. Mir ist schon Regen. Mit? Ja, zweiter Sektor. Und im dritten langsamer, jetzt geht's aber gleich los. Wetterbericht. 20 Minuten, okay. Ja, jetzt sehe ich das auch, dass es regnet. Das ist so richtig zu langsam, dann kannst du auch locker eine schnelle Runde fahren. Das war's dann aber auch. Mal gucken, ob wir das in Q3, vielleicht kommt uns der Regen sogar entgegen. Vielleicht können wir ja bis zu den Ferraris mitmischen. Ja, das geht doch locker. Klar. Mach den blöden Flügel auf. Wir müssen Gas geben hier. Tobi, schnelle Runde. Wie gut. Danke, ebenfalls. Oh ja, der Schuhsektor ist schon mal ein Rutschen. Den mal so beschreiben, rutschig. Aber locker noch machbar. Noch fahrbar. So, die Hunde muss sitzen. Ganz adieu. Och ne, jetzt kommt da jemand aus der Box raus. Jetzt leck mich doch auf Arsch. Verstappen, ey. Dann geh doch mal von Gas, Junge. Ey, warum sollte ich auch? Alter, Verstappen hält mich auf. Das war sehr schlecht gelöst. Also, das haben sie nicht verbessert. Guck mal, was ist das, die ich hinbekomme? Das verstehe ich nicht. Ich warte auf noch. Was ist gefahren? 37,7 nur. Ah, merkt schon. Den Regen, den merke ich. Ach Gott. Ich wollte gleich abbrechen. Fünfter. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin. Auch den Buckel haben sie gefixt, dass die Autos jetzt vor dir angezeigt. Also die eigentlich keine Runden rein. Ich bin nur PC mit der Runde, weil mich Verstappen extrem aufgehalten hat. Ich bin nur Fünfter, aber das... Ricciardo auf der 11. Ich weiß ja nicht, ob man sich noch verbessern kann. Nee. Ich hab jetzt schon 14. Rückstand. 38,7. Wir werden keine Überraschung sehen. Ja, mit Daniel, wenn er sich noch verbessert.
Reg, jetzt darfst du bitte richtig anfangen. Richtig runterkommen, bitte. Bitte aber richtig. Ja, und zwar wurden ja immer die Autos vor dir angezeigt, die eigentlich keine Zeit haben oder schon eine Zeit setzen, ja, aber hinter dir sind, die werden einfach vor dir angezeigt mit keiner Zeit. Der Bach ist auch raus. Oh, die haben so viel Gutes gepatcht. Und Verstappen auf der Vierte, der hat auch noch keine schnelle Runde. Oh Gott, die armen Red Bulls. Ne, Verstappen, du hast mich auch vorhin aufgehalten, jetzt halte ich dich auch auf. Oh ja. Du hast meine Runde auch zerstört. So. Gucken, ob ich jetzt mal die Dings finde. Das hat man abgebrochen. Das kann die KI oder was? Oder der sich verbremst. Ob ich jetzt nochmal hier das alles finde. F1 217. Codemasters. Hä, folge ich hier nicht mehr irgendwem? F1. Alter, das wird eine Überraschung hier, Tobi. Das könnte eine Überraschung für das Rennen werden. Guck mal nach, ich bin 5. Du bist 10. Mir fehlen 1,5 Zehntel fehlen mir zu Dings. Aber das. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. Bottas oder wie? Zu Hülkenberg. Hülkenberg? Ja. Aber das war's dann auch. Ricciardo auf 11. Verstappen auf 13. Räikkönen keine Zeit auf 14. Sainz 15. Was? Regen auf der Strecke. Alter, das ist unsere Chance im Rennen, echt. Da ist es dann nicht vorbei, das heißt es verteidigen. Regen fällt jetzt gerade mal die Zeit. Ich bin immer noch auf der 10. Alter, wir haben Räikkönen 35,9. Ja, der ist jetzt schon eine Sekunde hinter dir, Philipp, das war's. Du bist durch, wir sind beide in Q3. Aber knapp, guck dir mal gegen Ricciardo an, ey! Meine Runde war aber auch nicht gut, die war richtig kacke eigentlich. Meine? Ja, sowieso, ey. Ich hatte freie Fahrt dabei, ich hatte... Also auf der Runde bin ich... Nach Kurve 3 bin ich ein bisschen weit rechts rausgerutscht, muss ich die vierte Kurve ein bisschen anders nehmen. Soll noch mehr regnen? Ja, 35,4. Pfff, Lappen. Ich bin gleich mit 35,6 oder so gefahren, ey. Das war's. Wetterkapriolen hier in Sochi. Im Qualifying, das war gar nicht so viel angesagt, ey. Aber was bin ich gefahren? 38. Ey, das schafft der mal weitem nicht, nee, ey. Alter, der schafft gerade mal eine 40. Über die 41, 40. 41 wird. Ja. Easy? Noob? 46. Aber vor Verstappen, das muss man ihm lassen. Oh, Carlos hat auch eine starke Runde. Ja, das war's. Und Massa mit der 12. Der Rest ist in der Garage. Jetzt ist die Frage, simuliert er dann hier nochmal Trockenzeiten, ey? Alter, Hülkenberg auf der 4. Also, wir könnten auf 4 und 5 starten, Tobi. Das muss unser Ziel sein. Ja. Dann überholst du da die da vorne und machst du deine erste Führung. Easy? Die hatte ich ja schon. Wir hätten doch schon Doppelführung gehabt. Ja, aber das ist Doppelführung, ich weiß es schon gar nicht mehr. Alter, das macht der Science da, der schießt den Räikkönen ab. Nur noch Science, Räikkönen und Verstappen, die fahren jetzt rein, dann war's das. Ja, überall steht Inlap. Wo ist er bei Räikkönen? Der hat ja nochmal Bock, der fährt immer noch kurze 1,50. Der Vorteil für die natürlich, dass die haben eine freie Reifenwahl, ne? Alter, einige müssen wir sogar aufs Podium hier fahren, ey. Philipp, nächste Runde Ziel setzen, bitte. Ja, hallo, wenn der Räikkönen, der Ricciardo Verstappen nicht an die Leute vorbeikommen, ja? So, da musst du noch der Vettel ausscheiden, dann bist du schon auf Platz 3. Räikkönen, merkst du nicht selber, denn die Runde wird nicht schneller. Ach, Hülkenberg fährt auf Inters raus. Noob. Jo. Wieso kann ich jetzt nicht mehr rumswitchen, Kamera?
Ach so. Der kommt natürlich vor Raikön. Ich hab mehr knapp dahinter raus. Oder? Er kommt dahinter raus. Kann doch sein, in die Box. Ach, Bottas auch wieder mal auf 1 raus. Und fährt ganz langsam. Jo, Bottas auch nochmal. Da muss man den wunderschönen Mercedes an. Das Weltmeisterauto von 2017. Da lege ich mich ganz weit aus dem Fenster. Bottas ist auch der WM-Führende hier bei uns. Vor Raikön, Vettel, Hamilton auf der 4. Alter, lass die jetzt noch mal raus, weil gut, die sammeln jetzt Erfahrung, ne? Boah, wie der da quirscht! Hast du das gesehen von Bottas? Nee. Hallo, wir sind im Force India. Du bist jetzt in Paris. Du musst dir das Podium als Ziel ausschreiben. Stimmt, Paris hat er jetzt 2016 das Podium geholt. Du willst gerade mal für den Patch, ey. Wo finde ich denn den Müll hier? Am besten bei Steam, aber das ist in Englisch. Ja, Englisch kann ich aber lesen, das ist kein Problem. Ich kann das alles übersetzen. Ah, hier, ich hab ihn. Ich hab's. Alter, das Grosjean wird jetzt auch ein bisschen lungenig. Da mit dem Daniel Ricciardo. Ich hab den Patch. Die Patch Notes. So. Ja, ein geileres Spiel. Neuer Spectator-Modus. Ja, LAN-Modus. Zu PS4 und PC hinzugefügt. Ein Grid-Editor, Philipp, weißt du das? Du kannst jetzt. Und zwar die Schaltaufstellung editieren. Du kannst jetzt feststellen, wenn jetzt mal was. Brauchen wir kein Qualifying neu starten. Du kannst direkt den Grid festlegen. Jawoll, geil. Fotomodus ist jetzt auf PS4 und Xbox erhältlich. Die Autos und Fahrer-Lackierungen. Und Performance-Autos. Auto-Performance geupdatet. Hey, wurde so viel geändert. Aber wir können aufgeben, oder? Komm. Geh auch schön ein bisschen Spectator-Modus da rein, macht auch Spaß. Oder so. Hoch. Ah, so ein Glück hab Spiel, ey. Alter, am Ende, auch wenn die nochmal unrealistische Zeiten gefahren. Ja, tatsächlich aber hier gekotzt, ey. Also, ausgeschieden 3 Überraschungen mit Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen und Max Verstappen. In Q3, Nico Hülkenberg, Magnussen Kvyat, Lance Stroll, Romano Schopp, wir beide. Eieiei. Das wird spannend. Also, eine Sekunde hat das schon ausgemacht, ey. Das war echt krass. Das später raus. Ja, und du musst direkt raus. Warst du kurz weg, oder? Ja, ich war ganz kurz auf Toilette. Das hätte böse. Böse. Da hätte ich mir das Eis holen können aus dem Kühlschrank, ey. So, Inter ist ganz schnell raus. Da laufen wir mal trocken, oder? Kannst du mir... Warte mal, du kannst mir gleich einen Gefallen tun. Wenn du draußen bist, frag bitte nach dem Wetterbericht. Ich guck mal nach wegen Trockenreifen. Warte mal, hier neu. Der Ultrasoft wird immer schneller. Wir brauchen gar nicht rausfahren, Philipp. Ich merke gerade schon, der Ultrasoft wird immer schneller. Ja. Die Strecke wird bald wieder trocken. Ja, deswegen. Mal, das ist schlecht eigentlich für uns, ne? Eigentlich ist das schlecht für uns. Ja, jetzt ist der Ultrasoft schon wieder schneller. Warte. Jetzt ist er schneller. Der Fette ist auch schon mit Ultras rausgefahren. Na, das auch fahren, ja. Ja. Dual auch schon. Okay, die haben sofort richtig. Aber trotzdem, Philipp, wenn jetzt. Es ist jetzt raus, Räikkönen und Verstappen. Theoretisch. Hülkenberg. Nee, ich meine, wir jetzt rausgeflogen sind. Räikkönen so, und Ricciardo. Verstappen. Ricciardo, Verstappen und Räikkönen. Das heißt, theoretisch müssten wir Vierter und Fünfter werden. Ja. Alter, ist das ja was. Haben die den Sainz auch in das Hülkenberg-Auto, in das Dings-Auto gepackt? Nö. In Renault? Da. Ja, nee, das ist geil fair. Okay, Tobi fährt schon raus. Aufpassen, der ist auch nicht Auto in Abflisch hier. Fahrt mal die Strecke ein bisschen trocken.
Also, Tobi ist schon draußen. Mann, was ein Qualifying hier. Jetzt seid doch froh, da haben wir mal gute Chance, vorne weiter vorne zu starten. Tobi, du hast bei mir die 94 auf dem Wagen. Ich habe eigentlich die 84, vielleicht haben sie was. Die 94? Ey, was? Wenn, dann habe ich die 84, Philipp. Vielleicht hast du dich da verguckt. Ja, vielleicht habe ich den anderen Strich nicht gesehen. Das war nämlich nur von der Seite, weil man sieht das ja kaum von vorne. Na, du hattest bei mir irgendwie auch die 31, aber vielleicht war es auch die 91 denn. Man müsste mal die Kamera von ganz vorne sehen, weil das ist so klein. Tobi geht gleich auf seine schnelle Runde. Ah, man merkt, dass es nass ist. Oder? Ja. Also bei mir kommt Spray noch hoch bei den Reifen. Bei dir. Ja. Gerutscht. Ja, weil ich den dritten runtergeschalten habe. Da auch, aber der Wagen bewegt sich nicht. Gute Runde. Hülkenberg, 44, was ist 44,7? Wollte mich verarschen. Wird 44,5. Die Strecke wird schneller. Hammond 41,4. 3 Sekunden an die Schneebe. Jetzt will er mir irgendwas mit Setup noch erklären hier. Oh, ich habe gekürzt. Das wird eine 41. Pole. Null. Ja, easy. Null. Ja, du hast den Schießsektor verloren. Die Fans Tobi, richtig? Also Tobi momentan auf der Pole, aber ich glaube nicht auf Ebi. Das ist der. Nee, 41, du hättest bitte nicht, da bleibst du nicht vorne. Vettel auf der 5. Wie lange ist noch? Kannst du mal Zeit sagen, bitte? 46. Okay. Da bleibst du nicht, die Strecke wird besser. Kein Regen in Sicht. Hammond fährt in die Inlap. Fahren alle in die Inlap. Ist auch schlauer reinzufahren. Ich bin jetzt auch wieder 7 Szene schneller. Ja, jeder kommt rein. Ja, viel hast du dir aber nicht gegeben mit Helmut im ersten Sektor. Ja, ich fahre jetzt auf Standard und ich verliere. Ja, wie viel Zeit ich verliere, weil ich nicht auf Maximum fahre. Noch 45. Da, Tobi, aber da wirst du leider nicht bleiben, da vorne. Leider, ne? Aber das hat sich im Qualifying, wenn du in Q3 bist, du weißt, nachher kommt es auf eine Runde an, weil das ist jetzt nur Show. Das war jetzt wirklich nur Showman von euch. Jo. Pole. ich hätte den gleichen Fehler, habe ich auch im Ligaring gemacht, da bin ich dann anstatt nur eine Stelle, bin ich 2 Stelle Runden gefahren.
Und dann konnte ich am Ende nicht mehr noch mal neu rausfahren. Ja. Konntest nicht mehr zulegen. Richtig. Deswegen fahre ich jetzt lieber rein, warte ab und dann fahre ich nochmal zwei schnelle Runden nachher auf dem neuen Ultrasoft. Da geht's noch mal richtig ab, die Luzi. Ich stand mit Absicht noch drin, weil warum sollte ich raus? Wird ja eh besser. Hm? Wird ja eh besser, das Wetter. Ja, selbst die Intermins werden immer noch langsamer jetzt. Da wird gewartet. Auch ein großer Nachteil in der Formel 1, dass man echt wartet. Nimmst du Benzin für eine Runde oder zwei Runden mit? Das bin ich jetzt gerade am überlegen, wo du es gerade erwähnst. Oh, ich fahre jetzt mich schon wieder raus. So. Alles tschüss. Ah, die fahren eh denn so 2 Minuten Verschluss aus und blockieren mich denn. Oh, raus auf die Piste. Robi, fackelt nicht lange gerade. Bock hier. Robi ist draußen. Ich glaube, das war die 94. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt. Aber in der Box erst aus, war damals am besten. Das reicht. Zwei schnelle Runden bei Tobi Dicke. Da musst du aber Gas geben. Ich wünsche dir schon mal viel Glück. Ja, werde ich brauchen. Paul. Wie wir alle gleichzeitig rausfahren, ey. Ey, alle Gedanken lesen. Na, weine ab. Alle gerade auf dem Weg nach draußen, Tobi. Ja, ich warte noch ein bisschen. Hab ja Zeit. Session.
Das wirst du packen, fette 3. Hamilton, Bottas. Oh, nur knapp. Ey, aber so Bottas, der ist deutlich schneller. Der ist deutlich schneller. 3. Grosjean durch Fette, durch Hülkenberg, bei mir alle durch. Alle durch, nur der Tobi. Tobi. Besser, besser, sag ich, besser. Ja. 3 und 4. Alter. Alter. Jetzt war der Spectator-Modus genau geil anzusehen. Hä? Alter. Eine Sekunde. Ja. Wo hat der gelutscht, Alter? Alter. Ich hab schon gedacht, die 35-2 ist das. Die war schon gut, die Runde eigentlich. Also ich habe die Zeit gegen dich im Mittelsektor verloren. Ich weiß nicht, wo du da noch was rausholst. Ja, ich habe auch minimal, glaube ich. Ich habe diesmal. Ich habe im ersten Sektor nochmal 2 Zehntel gefunden gehabt. Und im letzten war nochmal ganz gut. Aber der Vorsitzende lässt sich hier schön fahren. Leute, warten Qualifying. 3 und 4. Oh. Du hast dich in jedem Sektor verbessert. Alter, was? Nee. Du hast aber auch. 27,4. Nee, du warst im Schlusssektor wieder langsamer. Der Schlusssektor scheint nicht dein. 27,5 und du bist dann eine 27,4. Alter, fette nur auf der 6, ey. Beide Mercedes vor uns, ey. Und es hat nicht viel gefehlt, dann hätte ich Hamilton bekommen. Alter, ja, Bottas, eine Sekunde. Ja, was hat der gelutscht? Das ist eine gute Frage. Ja. Guck dir das Mittelfeld an da. Mercedes 1 und 2. Ja. Dann Grosjean auf der 5, fette 6, Hülkenberg 7, Magnussen 8, Fiat 9 und Lance Stroll auf der 10. Wir ergänzen Ricciardo auf der 11, Kimi auf der 13 und Max Verstappen auf der 14. Morgen geht's dann weiter zum wahrscheinlich sehr, sehr spannenden Rennen. Vielleicht springt ein Podium für den einen oder anderen raus. Ach, wir kriegen einfach den Hamilton und Bottas direkt am Start. Die können doch nichts. Ja, genau. Aber wir müssen auf Vettel, aufpassen. Ja, der ist gerade von der 6. Naja, hat Spaß gemacht. Bis morgen. Tschüss. Ciao.